Ja, schönen guten Abend, alle, die zu uns gefunden haben, Mitglieder unseres Vereins sowie auch Gäste. Nach meiner Zählung oder Zählung von Zoom sind wir jetzt 25 Leute. Es sind einige mehr als beim letzten Mal. Wir haben aber auch weiter eingeladen, weil wir jetzt ja eine eigene Lizenz haben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, für Zoom. Wir da also nicht mehr diese Limits haben, die wir vorher einhalten mussten. Gleichzeitig sehe ich oben den roten Punkt Recording, also nur zur Information, das wird jetzt mitgeschnitten. Da haben wir uns zu entschieden, weil Frau Rotemund das gerne hätte und auch wir können es hinterher, denke ich mal, als Clip verwenden auf der Homepage von uns. Das ist jetzt neu. Wir hatten die letzten Male aus verschiedenen Gründen, Copyright-Gründen oder technischen Gründen, das ausdrücklich nicht gemacht mit dem Mitschnitt. Ich wollte nur alle darauf hinweisen, dass das Ihnen bewusst ist, dass das jetzt mitgeschnitten wird, was da passiert. Ja, dann fange ich einfach mal mit der Einführung ein. Na. So. Ja, das Thema ist für mich irgendwie so ein Kontrastthema, was wir, glaube ich, in der letzten Saison hatten. Da hatten wir uns ja mit dem Thema Politik beschäftigt aus dem ganz anderen Spektrum, nämlich welche Faszination übt die Vorgeschichtsforschung auf Rechtsradikale aus. Da haben wir einen Vortrag gehalten dazu, gehabt dazu. Und ich selber bin nun seit einiger Zeit auf der Suche nach frischen Erkenntnissen über anarchistische Gedanken, die ja sehr verrufen sind, aber ich denke, da ist ein guter Kern da drin, der es wert ist, sich mal anzugucken. Und ich bin einfach mal mit der Suchmaschine, habe ich Anarchie und Archäologie eingegeben und dann gab es plopp eine Homepage, die nennt sich die Anarchäologie. Und so bin ich über einige Schleifen dann mit Frau Rotermund in Kontakt gekommen. Und ich denke mal, das ist auch gut, dass wir uns nicht nur mit fachlichen, eng fachlichen Themen beschäftigen, sondern auch den politischen Rahmen sozusagen mit betrachten, wofür man das alles mitdenken kann, wofür das auch sinnvoll ist. So wie ich das verstanden habe, das wird uns ja gleich Frau Rotemund viel besser vortragen können, ist das eine Initiative unter Studenten, die entstanden ist, die sich vor allen Dingen auch mit den Studienbedingungen beschäftigt hat. Also wie läuft heutzutage der Lehrbetrieb an der Uni, die Forschung an der Uni? Muss das so sein? Meine Hoffnung, ist auch so ein bisschen diese Frage von Herrschaft und Hierarchie, ist ja auch eine Frage der Urgeschichtsforschung und der Geschichtsforschung. Wann ist das entstanden? Nicht? Da gibt es ja auch viele Thesen, Theorien. Ich nehme an, dass das auch sozusagen ein Parallelthema ist für Ihr Forschungsgebiet oder für Ihr Interessensgebiet. Und von daher denke ich mal, dass das ja eine ganz gute, wie soll ich das sagen, ein Perspektivwechsel, um mal anders auf Lehrbetrieb und auch auf Forschung zu gucken im Bereich der Archäologie. Die Leute, die den Link jetzt geschickt haben, das sind ja auch die, die hier sind, die haben eigentlich schon den kurzen Lebenslauf und die Kurzfassung bekommen, aber ich lese es kurz trotzdem noch mal eben vor, damit alle im Bild sind. Frau Rotermund studiert derzeit Master Prähistorische Archäologie an der FU Berlin. Schwerpunkte liegen im Bereich der Wirtschaftskommunikation, theoretische Auseinandersetzung, Forschungs- und Ideengeschichte sowie Geschlechterforschung und Wanderungsbewegung des Neolithikums und der Bronzezeit Europas. In ihrem Vortrag wird sie das Projekt Anarchäologie vorstellen, sowie aktuelle Forschungsdiskurse und Veränderungsprozesse in Bezug auf Hierarchien und Macht innerhalb der Archäologie skizzieren. Das ist, wie gesagt, die kurze Zusammenfassung. Und ja, dann möchte ich einfach Frau Rotermund bitten, zu beginnen. Ja, danke. Dann mache ich mal meinen Bildschirm frei, damit alle die Präsentation sehen können. Werde ich denn gut gehört? Das ist ja immer die wichtigste Frage. Gut, okay. Alles klar. Ja, danke erstmal für die einleitenden Worte.
Genau, guten Abend und vielen Dank nochmal für die Einladung, die ja leider aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste und jetzt nicht analog wie geplant in Bremen, sondern digital und alle sitzen zu Hause stattfinden muss. Der Titel meines heutigen Vortrags lässt bereits darauf schließen, dass ich ein bisschen theoretischer und eher auf einer Metaebene referieren werde. Mit diesem Vortrag möchte ich skizzieren, wie bereits gerade schon angerissen, was Archäologie zu hierarchiekritischer Haltung beitragen kann und vor allem die Frage anschließen, ob sie das eigentlich bereits schon tut. Hierbei möchte ich mehrere Ebenen betrachten. Zum einen die Ebene, wie wird Wissen eigentlich generiert und wer tut dies? Und zum anderen, wie wird dieses gewonnene Wissen kommuniziert und wie verändert es bereits bestehende Ideen über Vergangenheit? Und nicht zuletzt möchte ich natürlich die Ebene mit reinnehmen, wie sich die beginnende und verändernde innere Haltung, die ich hier als Selbstverständnis skizziert habe, innerhalb der Archäologie verändert, also all jener, die dort forschen oder arbeiten oder irgendwie agieren, und wie diese Haltung zum momentanen Forschungsgegenstand, also der Archäologie selber, sich ausdrückt. Wenn Sie Verständnisfragen haben oder Nachfragen, dann würde ich Sie bitten, diese gerne im Anschluss an den Vortrag zu stellen, aber die kann man bestimmt auch schon im Chat sammeln und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nachfolgende Diskussion. Vergangenheitsforschung wie Archäologie oder auch Geschichte kommt gesellschaftlich eine besondere Rolle zu. Zahlenmäßig sind wir auf die globale Bevölkerung gesehen eine verschwindend geringe Gruppe, die direkten Zugang zu historischen oder archäologischen Informationen hat. Wir als historisch und archäologisch interessierte und geschulte Personen, also auch Sie als Verein, interessieren uns alle für die Verflechtung von uns als Menschen der heutigen Zeit mit der Vergangenheit und ihren Menschen, Orten, Ideen und Gegenständen. Die Motivationen mögen hierbei unterschiedlich sein, was uns aber verbindet, ist eine Haltung, dass wir durch Vergangenes Gegenwart verstehen oder auch andersrum durch die Gegenwart die Vergangenheit betrachten wollen. Wir sind also am Verständnis über Menschheitsgeschichte interessiert und haben uns dafür entschieden, diese sichtbar und zugänglich zu machen und in unsere Leben zu integrieren. Daher sehe zumindest ich es als Aufgabe der Archäologie, zu kommunizieren, was genau sie untersucht und warum. Wo Aussagefähigkeiten ganz exakte Deutungen zulassen, und wo es sich um Forschungshypothesen handelt, die je nach Ereignissen oder Ergebnissen auch wieder korrigiert werden müssen. Genauso gehört für mich zu einer Kommunikation über Archäologie dazu, zu erläutern, was sich innerhalb der Forschung verändert. Und im Moment ist einiges im Wandel. Dann beginnen wir mal. Archäologie bis vor kurzem. Archäologie ist seit ihren Anfängen eine Mischung aus Natur- und geisteswissenschaftlichen Perspektiven. Sie ist auch seit Beginn ein Mittel, um gesellschaftliche Diskurse zu unterfüttern und ist, auch wenn diese Erkenntnis zunächst banal klingen mag, immer beeinflusst vom Zeitgeist und den Personen, die Archäologie betreiben, sowie den Strukturen, in denen sie eingebettet ist. Einen doch relativ langen Zeitraum hat die Archäologie in ihren vielfältigen Kommunikationsformen, seien es Zeitungsartikel, Filmdokumentationen, Fotos, Interviews, Ausstellungen, Führungen, Vorträgen und Büchern, den Fokus vor allem auf das gelegt, was ausgegraben wurde, also auf die Objekte. Dabei scheint es sehr viel häufiger darum gegangen zu sein, möglichst viel Sensationsgeschichte zu erzählen. Und bitte verstehen Sie mich hier alle nicht falsch, es ist absolut sensationell Stand der Forschung jetzt, zum Beispiel die ältesten Speere oder ältesten Höhlenmalereien der Welt zu entdecken, zu erforschen und auch darüber zu berichten. Gerade im Fall der Höhlenmalereien, die hier auch in der Präsentation zu sehen sind, in meinem Fall sehe ich sie oben rechts, konnte so nachgewiesen werden, dass die Ältesten ihrer Art eben nicht, wie vorher angenommen, aus Europa, sondern aus dem heutigen Indonesien stammen. Ein Hauptaugenmerk der Archäologie ist und bleibt die Frage, von wann die Dinge eigentlich sind. Nur, und dieser Eindruck wird mit verstärkter Auseinandersetzung mit der eigenen Forschungsgeschichte, also der Fachgeschichte, immer deutlicher. Die Fokussierung auf, überspitzt gesagt, Highlights wie glänzende Objekte und möglichst große Bauten sowie eine deutliche Überpräsenz in der Analyse von gesellschaftlichen Eliten oder auch das Benutzen der Archäologie, um zum Beispiel die angebliche kontinuierliche Vorgeschichte vermeintlicher Völker zu untermauern,
wie dies zum Beispiel während des Nationalsozialismus passiert ist und auch in einigen Kreisen nach wie vor passiert, bleibt genau das, eingeschränkt in ihrem Blickwinkel. Und in einigen Fällen, wie bei dem zuletzt genannten, auch wissenschaftlich und ethisch nicht haltbar. Ausgespart wurden also bisher häufig genug die Kontexte, also die Zusammenhänge der Ausgrabungssituationen, den politischen Verflechtungen der einzelnen Forscherinnen und der Institutionen, in denen Forschung stattgefunden hat oder stattfindet, die Selbstreflexion sowie die Denkansätze, wie genau eigentlich ArchäologInnen zu ihren Aussagen kommen. Sowohl innerhalb der Forschung als auch in der Kommunikation darüber. Archäologie im Wandel. In der Archäologie beginnen wir uns methodisch und erkenntnistheoretisch immer stärker wegzubewegen von einer reinen Datierungsfrage von Funden oder Befunden und sind dabei, eine neue Forschungshaltung herauszuarbeiten und das auch nicht erst seit ein paar Jahren. Dennoch würde ich sagen, dass der vermehrte Einsatz von Digitalität, computerbasierter Arbeit und das Zuströmen an Universitäten von Menschen, die nicht nur aus AkademikerInnenfamilien kommen, sowie die Stärkung der Gleichberechtigung von Geschlechtern und ihrer Erforschung und die zunehmende Globalisierung und dadurch auch verstärkte internationale Forschungszusammenarbeit zu einer veränderten Haltung geführt haben. Die zunehmende Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden erlaubt uns, immer mehr kleinteiligere Fragen an die Funde und Befunde zu richten und so neue Einsichten in die Lebensverhältnisse vergangener Subjekte, aber auch in die Nutzung und Umnutzung von Objekten zu erhalten, die weit über die Frage der Datierung hinausgehen. Diese in meinen Augen sich herauskristallisierende Haltung umfasst also, wie hier aufgelistet, erstens seit einigen Jahren eine stärkere Auseinandersetzung mit der eigenen Forschungsgeschichte, also zum Beispiel Archäologie während des Kolonialismus, Archäologie im Nationalsozialismus, aber auch in der DDR, bisher tatsächlich noch nicht so eine starke Auseinandersetzung zu Archäologie im Kapitalismus. Zweitens, eine stärkere Auseinandersetzung mit Forschungspersönlichkeiten, also zum Beispiel Frauen, Frauenforschung in der Archäologie, Forscherinnen. Drittens, eine Erweiterung des Forschungszeitraumes, also inzwischen etabliert sich immer mehr eine Archäologie des Mittelalters, eine Archäologie der Moderne, der Neuzeit und Gegenwart. Viertens, ein kritisches Hinterfragen der eigenen Forschungsstrukturen, also wo und wie wird publiziert. Inzwischen findet sehr viel im Open Access statt, also eine Möglichkeit, digital und frei zugänglich zu publizieren. Genauso aber auch in den Forschungssprachen, also in welcher Sprache wird publiziert, in welchen Sprachen sprechen Forscherinnen miteinander, sowohl im Akademischen als auch in welchen Sprachen kommunizieren wir alle untereinander, also wo wird Sprache wie angepasst. Die bereits genannte globale Vernetzung, aber eben auch dieser gesamte Bereich von Wissenschaftskommunikation, der mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Die verstärkte interdisziplinäre und auch transdisziplinäre Zusammenarbeit, aber eben auch die Reflexion der gesellschaftspolitischen Aufgabe von Archäologie. Fünftens, ebenso eine kritische Auseinandersetzung mit Forschungsaussagen, so zum Beispiel zu Geschlecht, zu Alter, zu Status, zu gesellschaftlichen Organisationsformen, zu den bereits genannten Wanderbewegungen, man kann auch Migrationen sagen, aber Wanderbewegung umfasst eigentlich mehr, genauso aber auch zu Unterdrückungsgeschichte, zu Tier-Mensch-Beziehungen, zu Tier-Umwelt-Beziehungen, um nur ein paar zu nennen. Sechstens, die bereits erwähnte Erweiterung der Forschungsfragen im Hinblick auf kleinteiligere Fragen. Und siebtens, dem zunehmend inklusiveren und diesen ganzen Trends aufgreifend, prägend und vor allem ausführenden Bereich der Museumsarbeit, der Didaktik, der in diesem Fall hier auch digitalen Wissenschaftskommunikation in Vorträgen, die das ganze Bild abrunden. Man könnte also sagen, dass wir langsam aber sicher einen Trend zu verzeichnen haben von so war die Vergangenheit und so datiert sie zu so funktioniert eigentlich unser Fach und wir darin und was können wir eigentlich mit welcher Methode aussagen. Wir beginnen also zum einen intern eine andere Haltung herauszuarbeiten,
als auch, soweit es geht, zeitgleich diese an alle Interessierten und vor allem Involvierten zu kommunizieren und in einen Dialog zu treten. Denn auch die Rolle von archäologisch interessierten Menschen verändert sich. Durch das Thematisieren und vor allem das Zusammendenken und Zusammenlegen dieser skizzierten Trends wird sichtbar, es bewegt sich etwas. So wie ForscherInnen und Forschungsstrukturen diverser werden, werden es auch die Forschungsfragen und Möglichkeiten und somit auch die Betrachtung von Vergangenheit. Indem zum Beispiel für uns bestehende als beinahe natürlich angesehene Strukturen und Ideen hinterfragt werden, können Hierarchiegefälle sichtbar werden. Je nachdem, als wie störend diese für das wissenschaftliche Arbeiten oder wie unhaltbar diese als Thesen im Forschen sind, können sie abgebaut, aufgeweicht und verändert werden. Aus dem Wunsch heraus, diese innerarchäologische und vor allem aber akademische Bewegung und Veränderung zu stützen und weiterzuentwickeln, habe ich zusammen mit weiteren Studierenden 2016 das Projekt Anarchäologie gegründet. Was tun wir dort? Also es wurde gerade schon ein bisschen umrissen, aber ich greife es trotzdem nochmal auf. In kurzen, nicht zu komplizierten Erklärvideos zu Theorien, Konzepten und Methoden, die momentan in der Archäologie genutzt werden, tragen wir seit Jahren dazu bei, dass das Grundverständnis von was machen ArchäologInnen eigentlich mehr und mehr die Komplexität der realen Situationen abbildet und Mythen über das Fach langsam abgebaut werden können. Unsere Videos sind frei nutzbar und nicht kommerziell, werden inzwischen sowohl im Archäologiestudium zur Bereicherung der Lehre als auch in Schulen zum Unterricht sowie eventuell bald sogar in Museen zur Bildung genutzt. Des Weiteren haben wir einen Blog. In unseren Blogbeiträgen versuchen wir ebenso, mit verschiedenen Forschungsmythen und Fachmythen aufzuräumen. Zu nennen wäre hier zum Beispiel eine sehr differenzierte Auseinandersetzung zu dem Thema der Germanen oder unsere laufende, digitale, kostenlose Literaturdatenbank zu eher progressiven archäologischen Publikationen und Ideen. Ebenso haben wir einige Vorträge gehalten, einen Comic publiziert, einen Workshop gegeben und einige Artikel geschrieben. Das Projekt versteht sich hierbei ganz bewusst solidarisch zu Arbeitskämpfen innerhalb der Archäologie, den Abbau von reiner Fokussierung auf europäische Geschichte zu Emanzipationsbewegungen innerhalb der Archäologien. Aber vor allem glauben wir, dass durch Wissensliberation, also ein freierer Zugang zu Wissen, ein transparenterer Zugang, Verständnis erhöht, Kommunikation verbessert und die Stärkung einer kritischen und autonomen Haltung gegenüber Vergangenheit ausgebaut werden kann. Digitalität ist hierbei ein Mittel, das hilft, diesem Ziel ein ganz bisschen näher zu kommen. Wir verstehen unser Projekt aber als nie abgeschlossen und als Anregung für Kolleginnen, aber auch weitere Interessierte und vor allem aber auch als ein Ort, wo wir möglichst unabhängig als Studierende arbeiten können. Wir als Gesellschaft im Großen gesagt, betrachten Vergangenheit fälschlicherweise häufig als zeitlich komplett abgeschlossene Abschnitte, über die sich mit wenigen Sätzen im Grunde genommen alles sagen lässt. Wie sehr aber die Interpretationen archäologischer Daten und Informationen eingefärbt sind von den Personen, die sie betreiben, von denen, die sie kommunizieren, das bleibt dabei häufig noch intransparent. Mein Vortrag zielt hierbei überhaupt nicht darauf ab, die Deutungshoheit der ArchäologInnen abzuschaffen, sondern darauf, dass wir unserer Verantwortung, wie wir sie zumindest sehen, gerecht werden, transparenter zu kommunizieren, was wir tun und warum. Und dabei genauso anzuerkennen, dass wir auch immer geprägt sein werden von der jeweiligen Zeit, in der wir leben und eigentlich nur versuchen können, diese mitzureflektieren. Vergangenheitsbetrachtung ist hierbei ein wahrscheinlich nie endender Prozess mit Auseinandersetzung mit menschlichen Hinterlassenschaften und Handlungen auf dem Planeten, auf dem wir leben. Diese fördert immer wieder überraschende Erkenntnisse zutage, die bisher angenommenes Wissen nachhaltig verändern können. Das können zum Beispiel Erkenntnisse mit einer sehr großen gesellschaftlichen Tragweite sein, wie zum Beispiel, dass der Homo sapiens und der Homo neanderthalensis gemeinsame Nachkommen hatten und offenbar auch noch mit weiteren Formen.
aber auch, dass angenommene geschlechtsspezifische Zuteilungen, die in der Archäologie lange rein über Grabbeigaben erfolgten, also alle Waffenbeigaben deuten eher auf ein männliches Individuum hin, alle Schmuckbeigaben auf ein weibliches. Da ist irgendwo ein Mikro noch an. Durch die zusätzliche und nachträgliche Untersuchung von DNA oder auch Isotopenanalysen ein bisschen abweichen können von dem, was eigentlich zuvor angenommen wurde, wie das zum Beispiel im Fall der Bestattung von Birka, das ging ja sehr durch die Presse, passiert ist. Aber das ist nur eine, die man da nennen kann. Es kann aber genauso auch auf den ersten Blick eher weniger größere gesellschaftliche Themen sein, wie zum Beispiel Laktoseintoleranz, die uns als Menschen offenbar schon sehr lange begleitet und eben auch nur nach und nach abgebaut wird und ja bis heute auch noch nachwirkt. Interessant hierbei ist aber zum Beispiel zu betrachten, dass die Milchprodukte trotzdem schon spätestens mit der Domestikation von Nutztieren Teil der Nahrung geworden sind. Wie man hier in diesem Screenshot eines Artikels sehen kann, zumindest in der Vermutung, da Säuglinge häufiger diese Intoleranz nicht aufweisen und sie erst im Laufe des Lebens sich herauskristallisiert, dass es eine Bereicherung der Nahrung dargestellt hat und so auch eventuell Säuglingssterblichkeit zurückgegangen ist. Also auf jeden Fall eine interessante sozialarchäologische Information. Genauso, und der Fund ist noch relativ neu, jüngst wurde ein ziemlich gut erhaltener, sieht man hier auf dem Foto, geflochtener Korb gefunden, der wahrscheinlich von zwei Personen geflochten wurde, von der mindestens eine Person Linkshändrigkeit hatte. Und sie wären überrascht, wie wenig sich die archäologische Forschung bisher mit sowas wie Links- oder Rechtshändrigkeit beschäftigt hat. Das mögen jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch nicht die größten Erkenntnisse sein, aber trotzdem liefern sie uns kleinteiligere Einblicke in Lebensrealitäten, in vergangene Lebensrealitäten. Das heißt, wir können uns nur fragmentarisch Vergangenheit nähern und haben häufiger eher Indizien als ganz, ganz klare Beweislagen und ein Gesamtbild. Unsere Aufgabe besteht dann wiederum darin, diesen Spagat zu bewahren und klarer zu kommunizieren, wo wir tatsächlich gesicherte, nachvollziehbare Informationen gewinnen können und wo wir mit Forschungsthesen arbeiten. Ziel ist es dabei, dass beides gleichwertig nebeneinander existieren kann, denn so funktioniert Wissenschaft. Jede archäologische Betrachtung kann per se dazu führen, dass bisherige Annahmen und als gesichert gegoltene und vor allem im gesellschaftlichen Gedächtnis verankerte Informationen sich radikal verändern. Mit einer fragenden und kritischen Haltung ist dies zum einen vor allem besser aushaltbar und zum anderen ermöglicht diese vor allem dynamische Untersuchungen und eine weniger für Machtmissbräuche anfällige Grundhaltung. Hierarchiekritische Haltung in Bezug auf Wissen beginnt bei einer fragenden Haltung gegenüber der Forschungsgeschichte und aktuellen Diskursen und Entwicklungen, aber bleibt nicht bei ihr stehen, sondern versucht ganzheitlich zu agieren. Hierarchiekritische Haltung in Bezug auf Wissensstrukturen erlauben verstärkt anzuerkennen, dass Archäologie mit nicht nur aus Professoren besteht, sondern vor allem ein Netzwerk an Interessierten, ob nun in diesem Fach studiert oder nicht, darstellt, in dem alle Beteiligten in der Verantwortung stehen, miteinander statt gegeneinander zu agieren. Sie hilft ebenso dabei, vermeintlich widersprüchliche Daten in Bezug auf Forschungsstand und Vorannahmen, also Datierung, Interpretation und Ergebnissen, unaufgeregt und reflektiert mit einzubeziehen. Aber ist die gesamte Archäologie also eine hierarchiekritische Wissenschaft? Ich würde sagen, nein, momentan ist sie das eher nicht. Wie hier auf der Folie einmal eins skizziert, bewegt sie sich natürlich immer noch eingebettet in Institutionen, da sowohl personell als auch strukturell, in Behörden, in Vereinen, aber auch im Rahmen von Gesetzen, ist genauso geprägt nach wie vor von den Milieus, also einmal derer, die sich für Archäologie interessieren, die sie betreiben, ist absolut abhängig in finanzieller Hinsicht von zum Beispiel Drittmittelgeldgeberinnen oder auch
von universitären Geldern, die verteilt werden, oder anderen Geldern, ist absolut abhängig zur Politik, also sowohl zur staatlichen als auch zur kommunalpolitischen Ebene. Aber ich würde sagen, es gibt eine Bewegung in diese Richtung, mehr hierarchiekritische Haltung mit einzubeziehen. Einige davon habe ich jetzt gerade versucht, in diesem Vortrag zu skizzieren. Andere bleiben vielleicht noch für die Diskussion übrig. Die Frage ist aber eigentlich, muss Archäologie auch hierarchiekritisch sein? Und in diesem Fall würde ich sagen, nein, das muss sie nicht. Sie muss es nicht und sie ist es auch an ganz vielen Stellen nicht. Aber sie sollte es und vor allem könnte sie es. Und jetzt ist mein Vortrag tatsächlich schon vorbei. ich möchte mich einmal bedanken. Unser Projekt lässt sich unter folgenden Kontaktdaten finden, falls Sie Interesse haben, in irgendeiner Form mitzuwirken, mit uns in Kommunikation zu treten. Und mich würde vor allem eigentlich auch im Rahmen dieser Einladung interessieren, wie nehmen Sie Hierarchien innerhalb der Archäologie wahr? Wie viel wird auch im Rahmen von Ihrem Verein thematisiert, auch in der inneren Forschungshaltung, wie viel wird über Hierarchien mit Ihnen diskutiert? Wo würden Sie sich selber einordnen? Und wie empfinden Sie das Partizipationsangebot in diesem Netzwerk, was ich hier einmal kurz skizziert habe? Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Frau Rodermund. Sie haben eine Menge Dinge angerissen. Wir haben viel Zeit zur Diskussion, weil der Vortrag etwas kürzer war, als wir normalerweise das machen. Aber das muss nicht schaden, denke ich mal. Ich gebe erstmal, denke ich mal, die Diskussion frei, zu den Fragen, die Sie eben selber zum Schluss nochmal angerissen haben. Denn nach meinem Verständnis ist das ja kein Statement, was Sie abgegeben haben, sondern ein Appell an eine neue Sichtweise auf die Wissenschaft sozusagen, auf diese Wissenschaft und allgemein auf die Wissenschaft. Und das kann uns, denke ich, nur alle weiterbringen. Mehr will ich jetzt im Moment gar nicht dazu sagen. Dann gebe ich es mal frei und frage, wer denn einen Diskussionsbeitrag hat. Also hier sind auch noch einige weitere aus dem Kollektiv, was ich gerade skizziert habe. Falls ihr Ergänzungen habt, falls ihr mir vollkommen widersprecht, was ich hier gerade skizziert habt, dürft ihr euch natürlich auch mitteilen. Gut, dann würde ich einfach mal anfangen mit... Gerne. Ja. Also ich habe das ja schon in der Einleitung so kurz erwähnt. Es hat ja viele Facetten, die Sie auch dargelegt haben. Das ist einmal sozusagen der interne Bereich. Wie läuft Forschung, wie läuft Ausbildung? Ganz wichtiges Ding. Da kann ich selber nicht viel dazu sagen, weil ich bin ja Naturwissenschaftler, Chemiker, kenne also den Studiengang nicht. Und wir haben in Bremen auch keinen eigenen Studiengang Archäologie. Also von daher. Ja. Aber wir haben natürlich einige Leute, die auch professionellen Background haben. Vielleicht sollten die dazu was sagen. Aber ja, gerne. Grundsätzlich ist es so, denke ich mal, ich kenne das aus meinem eigenen Studium Chemie, ist auch ziemlich hierarchisch aufgebaut. Das ist wohl früher an der Uni sehr ähnlich gewesen. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge zu verbessern. Wobei ich sagen muss, ich habe hier in Bremen mein Diplom gemacht, in der Roten Kaderschmiede, Reformuniversität damals ganz frisch noch. Und da haben wir solche Strukturen gehabt wie Projektarbeit, was uns aus den Händen geschlagen wurde. Später wurde es wieder eingeführt, bundesweit, aber da waren wir in Bremen Vorreiter. Ne? Also da sieht man auch so Zyklen in dieser ganzen Geschichte. Aber was mich genauso interessiert, ist eben auch die Sache Hierarchie in den verschiedenen Kulturen und Zeitschnitten sozusagen. Das hatte ich auch anfangs ein bisschen angerissen. Genau, ich habe mich so hobbymäßig ein bisschen mit der sogenannten minoischen Kultur auf Kreta beschäftigt.
Und da ist auch seit 20 Jahren ordentlich was am Kochen sozusagen. Und bis hin zu den witzigen Sachen, dass man jetzt an manchen Stellen wieder zu den Erkenntnissen von Evans von vor 100 Jahren wieder ein Stück weg zurückgeht sozusagen. Nach dem Motto, so falsch war das gar nicht, was der gesagt hat. Daran sieht man, das ist ja das, was sie mit Offenheit gesagt haben. Man muss eben offen bleiben und jede neue Erkenntnis vervollständigt das Puzzle sozusagen. Und dann muss man eben die Scheuklappen ablegen und sagen, ja, spannend. Was heißt das jetzt? Also genau, ich bin keine Expertin für die minoische Kultur, also das heißt, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber im Großen und Ganzen gibt es einfach Konzepte, die wurden übernommen, vor allem aus der Ethnologie, also aus Vergleichen, in der vergleichenden Wissenschaft, die aber wiederum auch natürlich eingebettet ist in ihre eigenen Strukturen, also wo ganz viel auch kolonialistische Strukturen auch weitergezogen haben oder vor allem viele ja, gut gebildete oder nicht so gut gebildete Männer irgendwo anders hingegangen sind und das Fremde erforscht haben und da auch zum Beispiel überwiegend mit Männern gesprochen haben und diese Geschichten dann wieder zurückgetragen haben. Und das, also die Ethnologie hat ja auch einen ganz großen Wandel durchmacht in den letzten 30, 40 Jahren und distanziert sich auch zum großen Teil inzwischen davon, beziehungsweise versucht es einzureflektieren. Die Archäologie wiederum hat aber gesellschaftliche Ideen und Formen, die zum Beispiel die Ethnologie eben beobachtet hat, eingebettet in das, was ich gerade kritisch gesagt habe, übernommen. Und es gibt schon sowas wie die Idee von einer Art Evolutionismus, also einer evolutionären Entwicklung von Gesellschaften, von angeblich, also immer alles in Anführungszeichen gerade sehen, primitiven Strukturen hin zu das, was ich im Vortrag auch unterstrichen hatte an einer Stelle, sowas wie Hochkulturen oder zivilisierten Kulturen. Da steckt natürlich überall schon erstmal eine große Wertung drin und zweitens versperrt es aber auch den Blick ganz viel. Und es wird sozusagen so getan, als wäre die gesamte Menschheitsentwicklung im Grunde genommen eine logische Abfolge, also von nicht so komplex zu unglaublich komplex. Und je genauer aber die archäologische Betrachtung ist, desto eher müssen eigentlich, da würde mir, glaube ich, keine Archäologin nicht zustimmen, desto mehr müssen wir sagen, nee, so ist es nicht. Also wir haben natürlich Tendenzen von etwas ist in irgendeiner Form komplex, ist nicht komplex, aber es gibt eigentlich immer wie so ein bisschen Wellenbewegungen, es gibt mal so Rückläufe, mal Veränderungen. Also Geschichte und Entwicklung ist definitiv vielfältiger und auch widersprüchlicher und mitnichten so wie eine Perlenkette aufgebaut. Kann man weitermachen mit zum Beispiel der Geschichte von Geld oder Kapital. Deswegen habe ich das so spöttisch kurz eingeworfen. Also auch die Eigenreflexion von kapitalistischen Ideen, also von Profitmaximierung, von Eigentum, was eins zu eins, und das mal gucken, wie mein Forschungsweg noch weitergeht. Ich werde das irgendwann wahrscheinlich nochmal aufgreifen, wenn ich im Fach bleibe. Wie stark wird da eigentlich rückprojiziert? Das fängt zum Beispiel ganz viel mit dem Neolithikum an, wo auf einmal dann, also auch innerhalb der Forschung so ein bisschen, klar, da gibt es starke Veränderungen, also Neolithikumsprozesse heißt Sesshaftwerdung, also über einen sehr langen Zeitraum und auch nicht einfach plötzlich. Also eine andere Idee von gesellschaftlicher Organisation entsteht, von Subsistenzwirtschaft, also dass sich anders ernährt wird, dass mehr angebaut wird, mehr Tiere auch domestiziert werden. Aber auch das passiert nicht überall auf der Welt genau gleich und in genau der gleichen Abfolge. Und da entsteht eigentlich so in dem unterschwelligen archäologischen Diskurs, also das wird dann nicht immer ganz klar gesagt, aber es ist halt irgendwo immer mit drin, die Idee von Eigentum. Das ist auch erstmal keine falsche Forschungsthese. Also auch da, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. So, aber wenn es die einzige bleibt, und wenn gar nicht, und wenn daran dann zum Beispiel noch Ideen gekoppelt sind, wie das dann automatisch auch Kernfamilien entstehen. Und wir können das aber archäologisch in dieser Form nicht als gesichert sagen, sondern es ist eine Idee, die ist auch nicht, die ist eventuell sogar auch absolut richtig. Aber dann erwarte ich irgendwo auch von dem Fach, in dem ich bin, dass da nicht zu schnell zu Bauchentscheidungen getroffen werden, und die Belege dann zum Beispiel aus der Ethnologie kommen von Berichten aus den 40er Jahren, sondern dass wir genau auch an dieser Stelle, weil das sind ja die Informationen, also wie waren Gesellschaften aufgebaut, wie waren Gruppen aufgebaut, was haben Menschen eigentlich so gemacht in der Vergangenheit,
wie wir ja auch nach außen kommunizieren wollen, also an Interessierte, an Gesellschaft, an aktuelle Gesellschaft. Und diese Informationen, wenn es nur Thesen sind, möchte ich, dass auch als Thesen gekennzeichnet werden. Und dieser Trend ist auch langsam sichtbar, dass Alternativgeschichten nebeneinander aufgebaut werden. Also auch zum Beispiel in Museumsarbeit und auch immer mehr in sowas wie zumindest gut gemachten Dokumentationen über das Fach oder auch in Zeitungsartikeln. Also dass mehrere Interpretationen nebeneinander stehen können. Und natürlich muss da immer ein bisschen geschaut werden, wie stark werden die auch eben aktuell politisch auch instrumentalisiert. Das könnte man natürlich jetzt bei dem, was ich skizziert habe, auch mit reinlesen, würde ich aber gar nicht so sehen, sondern ich habe einfach bei mir oder bei uns in einer Gruppe, wir haben uns irgendwo, sehen uns ethisch, wissenschaftsethisch dazu verpflichtet, korrekt zu arbeiten. Und das heißt, an Stellen, wo Thesen nicht gesichert sind, aber als Fakten verkauft werden, möchten wir gerne reingrätschen, weil alles, was sozusagen nach außen kommuniziert wird, das findet wieder Einzug in Schulbücher. Das lernen dann die zukünftigen Generationen wieder in der Schule. Also sei es sowas wie Jäger und Sammlerinnen, also vor der Sesshaftwerdung, haben zum Beispiel nur Männer gejagt und Frauen müssten immer irgendwo bleiben und auf Kinder aufpassen. Und je genauer wir aber gucken, je genauer wir auch anthropologisch gucken, also die Skelette, die Muskelmarker, die man noch sehen kann, nein, das stimmt so im Großen und Ganzen nicht. Also oder es ist komplexer als das. Und wir haben uns irgendwo der Komplexität verpflichtet. Genau, ich sehe eine Wortmeldung. Soll ich dran nehmen oder machen Sie das? Oder? Ich würde mal ganz kurz das übernehmen. Es war vor der Wortmeldung von Herrn Roch, gab es noch eine Frage über den Chat, die ich jetzt mal vorlesen werde an Frau Rothermund. Ich habe Ihren Vortrag eigentlich als ein Plädoyer verstanden, Hierarchien abzubauen. Welche Grenzen sehen Sie hier? Haben Wissenshierarchien auch einen positiven Zweck? Oder sollten wir als Ziel anstreben, irgendwann alle Hierarchien im Bereich der archäologischen Wissenschaft abzubauen? Gerade wurde ja sozusagen in der Einleitung zu meinem Vortrag nochmal darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr eben ein Vortrag zu Rechtsradikalismus und archäologischer Vereinnahmung zumindest von Geschichte passiert. Also ich glaube, wir sind gesellschaftlich irgendwo verpflichtet, immer wieder zu schauen, dass es also was für Hierarchieketten gibt es sozusagen. Und wenn wir alles freigeben würden, also wenn wir zum Beispiel die Gesetzeslagen so weit ändern würden, dass alle, die wollen, überall Grabungen durchführen können und mit den Grabungsergebnissen, wie auch immer sie dann dokumentieren oder auch nicht, machen können, was sie wollen, entsteht natürlich irgendwo eine Art von Willkür auf einer gewissen Ebene. Das kann, muss aber nicht. Da kann ich sozusagen auch nicht weit genug in Zukunft blicken. Kann dazu führen, dass einfach Erkenntnisse einmal verloren gehen, nicht richtig archiviert werden, also richtig archiviert im Sinne von Langzeit, in einem Langzeitblick archiviert werden, dass Personen, die nicht, und in dem Fall habe ich ja auch gesagt, ich würde die Deutungshoheit von Archäologinnen auch nie ganz abschaffen an der Stelle, also solange wir noch in dieser Form von Gesellschaft sind, in der wir sind, wir agieren ja auch nicht alle aus dem Bauch heraus, spontan, sondern haben jahrelange Schulung, Eigenstudium, Studium, Korrektur, also eine wissenschaftliche Korrektur innerhalb der Wissenschaft. Und wir gucken uns auch gegenseitig durchaus auf die Finger, also wo agiert jemand irgendwie schwierig. Also nein, ich würde nicht sagen, dass Hierarchien an sich an jeder Stelle abzubauen sind. Ich würde das genauso wenig, also wurde ja gerade schon gesagt, zumindest ein studierter Chemiker ist da. Ich habe meine Kenntnisse über Chemie reichen zum Beispiel nicht aus oder ich würde es mir nicht zutrauen, Stand meiner jetzigen Bildung sozusagen in diesem Bereich tätig zu sein. Also mir würde da auf jeden Fall Wissen fehlen, mir würde Zugang dazu fehlen, mir würde ganz viel fehlen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sozusagen in meinem Privaten mich auch damit selber schulen kann oder Strukturen, die da sind, entweder ausbauen
oder darin irgendwie lernen. Also ich möchte schon irgendwo an sowas appellieren wie eine Selbstverwaltung. Also es ist möglich, es ist ja offenbar auch für Sie alle absolut möglich, sich weiterzubilden, auch selber zu agieren archäologisch. Also das ist ja ein Teil des Netzwerkes. So wie ich das in anderen Bereichen auch mache. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer Astrophysik, was ich so nebenbei dann noch so zumindest versuche, mich einzuarbeiten, einfach weil es mich interessiert. Das heißt aber nicht, würde nicht sagen, dass ich da jetzt super agieren würde. Ich glaube aber, dass Universität, und da geht es mir eher um die Institutionalisierung von Bildung oder Wissen, doch, der würde es an vielen Stellen gut tun, wenn sie zumindest eine hierarchiekritische Haltung entwickeln würde. Das geht von Lehre an Studierende über, berufliche Verhältnisse innerhalb von Institutionen, geht weiter über Geldverteilung, geht weiter über, über die eigene Verortung in gesamtgesellschaftlich. Es gibt Bestrebungen, sowohl in diesem Land als auch in anderen Ländern, wo ein niedrigschwelligeres Angebot auch für archäologische Beteiligung existiert. Und ich glaube, dass man sich da an der Stelle auf jeden Fall mehr austauschen kann. Es gibt inzwischen einige Datenbanken, die frei zugänglich sind. Zum Beispiel in Bayern, also ich weiß nicht, ob er noch existiert, aber vor ein paar Jahren hat er zumindest existiert, gibt es einen Atlas, in den alle, die interessiert sind, gucken können, wo Bodendenkmäler sind. Und da gab es innerhalb des Faches ganz viel Diskussion so, also ob das eine gute Idee ist, ob da nicht Raubgrabungen zunehmen, also sozusagen das Illegale, das im gesetzlich nicht bewegte Rahmen und soweit mein letzter Stand ist, ist es aber nicht passiert, sondern es hat eher dazu geführt, dass die lokale Bevölkerung interessiert war, ach, bei mir um die Ecke ist offenbar irgendwie ein Grab, ein spannendes Grab oder ein toller Weg aus dem Frühmittelalter, der in irgendeiner Form gekennzeichnet ist, dann schaue ich da mal bei meinen Abendspaziergängen, Mittagsspaziergängen, ob es da Beschädigungen gibt oder nicht. Also es hat sozusagen den autonomen Umgang eher erhöht und das Interesse. Und ich glaube schon, dass man an diesen Punkten arbeiten kann. Komplett hierarchiefrei ist, glaube ich, auch, ich gehe gar nicht davon aus, dass so eine Welt existieren kann. Das ist auch gar nicht unbedingt das Problem. Die Frage ist eher, wie kann mehr Flexibilität reinkommen? Wie kann Flexibilität und Abstand reinkommen? Und sobald eine Art von, sobald irgendwie ein Punkt erreicht ist, wo jemand über die eigene Verantwortung sozusagen hinaus zu stark etwas vertritt, etwas auch missbraucht vielleicht historisch, dass dann ein Korrektiv passieren kann. Also es geht eher um eine sozusagen Stärkung der Autonomie dabei. Also sowohl darüber, was ist Vergangenheit, wie widersprüchlich kann sie auch sein, als auch, wie kann ich mich daran beteiligen. Und ich bin, jeder, der sich beteiligt, ist natürlich auch an der Beteiligung von Wissenschaft oder Wissenschaft sowieso beteiligt, aber eben auch an der Bildung von Vergangenheitsgeschichten. Okay, dann Herr Roch. Ja, vielen Dank. Ich versuche auch mal die Hand runterzunehmen. Ja. Es wurde jetzt sehr viel gesagt, seitdem ich mich gemeldet habe. Deswegen kann ich auch nur partiell jetzt versuchen, daran anzuknüpfen. Ich bin auch Teil von Archäologie. Und wir hatten uns halt auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, gerade wie man an das Thema Hierarchie hier gerade in dem Kontext herangehen kann. Weil wir kommen halt vor allem aus einem akademischen Umfeld, aus einem weiteren universitären Umfeld. Und wie Sophie das ja auch schon angedeutet hat, ist Hierarchie dahingehend ja schon, dass man Wissen akkumuliert. Also dass wir halt sozusagen bezahlt dafür werden, dass wir uns Wissen zu archäologischen Themen aneignen oder es aufgrund unseres Studiums sozusagen für unsere Ausbildung machen. Wodurch halt schon grundsätzlich eine hierarchische Ebene in der Vortragskonzeption angelegt ist, was wir halt auch durch eine breitere Diskussion etwas aufbrechen wollten, auch gerade auch in der Ebene sozusagen, wie nehmen Sie das als Gruppe vor Ort wahr, wie wird auch mit Ihnen zum Beispiel interagiert, inwieweit werden Sie auch zum Beispiel in die Verarbeitung von Wissen, beziehungsweise von Wissen, den, was Sie vielleicht auch ehrenamtlich generieren, sozusagen mit einbezogen. Da ich klassisch
oder ausgebildeter klassischer Archäologe bin, kann ich ein bisschen was zu den Minoren sagen, zumindest das anreißen. Und ich fand immer ganz gut, zum einen das Buch von Cyprian Poutbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades. Das ist die frühbronzezeitliche Stufe im Ägäischen Raum, wo ja auch so immer so ein evolutionärer Aspekt mit drin liegt. Ne? Also diese kykladische Kultur, die frühbronzezeitlichen, das sind so irgendwie so die Inselvölkchen, die da ein bisschen mit ihren Schiffchen durch die Gegend reisen und dann die Minoer sozusagen als, die bringen die ganze Kultur, die führen die Malerei ein und die machen ganz tolle Keramik und alles. Und dann kommen sozusagen die barbarischen Festlandgriechen, die Mykener, und übernehmen das Ganze ein bisschen. Also nee, dieser evolutionäre Gedanke ist sehr stark in unserem Feld irgendwie drinne. Was immer wieder so ganz komisch ist, das geht ja zurück zumindest für klassische Archäologie, bis auf Johann Joachim Winkelmann, der das ja auch hatte. Irgendwie, der dann ganz skurril den Apollon von Belvedere, der wahrscheinlich einfach eine römische Kopie ist, als sozusagen das griechische statuarische Kulminationspunkt der Antike ja verschriftlicht hat, kann man ja sagen. In dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, weil ich aus Halle komme und es auch unseren Forschungsschwerpunkt in der Gegend verbildlicht. Es ist eine neue Publikation erschienen. Tavshan Adase, das ist eine kleine Insel südlich von des früheren Milets an der kleinen asiatischen Westküste, wo so ein minoischer oder minoisierter Halbinsel ausgegraben wurde, teilweise ergraben wurde und jetzt halt auch die Siedlungsbefunde vorliegen. Und weil auch gefragt wurde nach früheren Kulturen, wie Hierarchien aufgebrochen sind, finde ich halt auch immer ganz spannend. Das Buch von Susan McIntosh, Beyond Chiefdoms, die sich mit gesellschaftlicher Komplexität im afrikanischen Raum, etwas, was wir gerade in Europa ja gar nicht irgendwie mit einbeziehen, was passiert eigentlich südlich des alten Ägyptens, wie gestaltet sich da Gesellschaft da? Und gerade wenn wir nach anarchistischen Gesellschaftsmodellen suchen, in der Vergangenheit finde ich den Blick da über den europäischen Teich fast schon spannender, als sich immer wieder mit den hiesigen archäologischen Kulturen auseinanderzusetzen. Ich würde zum Beispiel nie direkt nach anarchistischen Gruppen suchen, also außer ich kann sie sozusagen auch als solche benennen. Also wäre da eher sozusagen in der Gegenwartsarchäologie oder in den sozusagen in den letzten 150 Jahren. Aber der Blick nach eher egalitären Strukturen oder auch nach Widerständigkeit, also wo ist sozusagen gegen gesicherte Herrschaftsverhältnisse? Also wir haben ja durchaus global gesehen, historisch irgendwie Orte, wo auch sowas wie eine Idee von Staat auch schon früher existiert hat. Und auch da gibt es Widerständigkeit. Also solche Aspekte kann man untersuchen. Das wäre mir persönlich sozusagen zu platt, so zu gucken, weil auch Anarchie ist das ist ein sehr breites Feld und auch anarchistische Communities oder Gruppen sind ganz unterschiedlich organisiert. Manches lässt sich sozusagen vereinheitlichen, manches nicht. Aber interessant, also wenn sich da überhaupt jemand finden würde, das zulässt, wäre irgendwie eine ganz neuzeitlich archäologische Betrachtung von einer anarchistischen Gruppe. Also wie ist der Siedlungsort aufgebaut? In welcher Form wird Essen miteinander geteilt? Wie wird materielle Kultur irgendwie mit einbezogen? Aber bisher habe ich zumindest noch keine gefunden, die Lust hat, sozusagen einmal beforscht zu werden. Müssen sie auch nicht. Aber nach diesen Teilaspekten kann man auf jeden Fall gucken. Also nach eher Kooperationen miteinander. Also wir haben Menschen kooperiert, nicht wie sind sie in Gewalt zueinander gegangen. Also weil es wird ganz viel geschichtlich oder archäologisch wird ganz viel Gewaltgeschichte erzählt, aber eher Gewalt von oben nach unten und weniger sozusagen die Geschichte der Unterdrückten wird immer mehr betrachtet.
Aber auch eben, also und das lässt sich, also mal gucken. Wir haben in diesem einen Workshop, den ich angerissen habe, der hat vor 3 Jahren in Hamburg stattgefunden, den habe ich mit organisiert zu genau diesen Fragen. Wir haben mal angefangen, diese Fragen zu sammeln. Und das wird einfach die nächsten Jahre zeigen, was man davon weiter integrieren kann. Und zum großen Teil lässt sich das aber schon in bestehende Forschung auch angliedern. Also es gibt durchaus Forschung zu Gewalt oder auch zu Rebellion. Nur sind die Blickwinkel dann eben zum Teil, wird auf manche Sachen noch nicht geachtet. Ich sehe noch eine Wortmeldung sogar. Genau, einmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Vortrag. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Ich habe noch eine Frage zu quasi deinem Schlusswort, weil du hattest ja da erwähnt, dass du vor allem Institutionen in der Form mit der Hierarchiekritik ansprichst, das aber nicht muss, sondern quasi kann. Und da würde ich dich gerne fragen, meintest du damit, dass gewisse Aspekte Institutionen auf jeden Fall hierarchiekritisch werden müssen, aber nicht sie komplett quasi Hierarchie abschaffen müssen, wie du es gerade in der ersten Frage quasi schon beantwortet hattest, weil mir nicht ganz klar ist, wo so vielleicht der Unterschied zwischen Hierarchiekritik muss nicht unbedingt, aber sollte, und wenn ja, in welchen Bereichen? Also betrifft das mehr das Inhaltliche oder betrifft das mehr das Institutionell-Strukturelle? Unterschiedlich, glaube ich, also, weil es war ein bisschen mein polemisches Schlusswort. ich maße mir nicht an, hier sozusagen eine Handlungsempfehlung an die gesamte Archäologie irgendwie zu geben. Also dafür bin ich irgendwie, auch ein Teil von und auch von dieser institutionalisierten hierarchischen Form und finde ja auch gar nicht alles davon sozusagen schlecht. Aber ich glaube, dass Archäologie vor allem in der inhaltlichen Ausrichtung, also in der Forschungsausrichtung stärker auch auf sowas wie Hierarchien, die wir finden, sofern sie sich nachweisen lassen, also soziale Hierarchien, aber auch sowas wie wir Objekte betrachten. Also es gibt Objekte im Fach, die oder in den Fächern, die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit von uns, und es gibt welche, die kriegen das nicht so stark. Und das ist alles in Ordnung, solange das irgendwie in einem selbstreflektiven Rahmen passiert. Das ist aber nicht ganz selbstverständlich. Ich finde schon, dass Institutionen ihre Hierarchien reflektieren können und schauen, wo sind sie störend, auch für die Zusammenarbeit. Sozusagen Diskurse innerhalb unseres Faches, also so worüber sprechen wir, was ist gerade irgendwie Thema in den Archäologien, hängen ganz stark von einzelnen Personen ab. Und doch, da sehe ich zumindest ein hierarchisches Gefälle, also auch sozusagen die Gefahr in Anführungszeichen, dass bestimmte Themen verschwinden, wenn bestimmte Menschen in Ruhestand gehen oder wie das halt häufig ist, in jeder Berufsgruppe oder in jedem Bereich. Manche Menschen mögen sich halt, manche mögen sich nicht so gerne. Und je nachdem davon abhängig ist dann einfach auch, ne, also so irgendwie, wer zitiert sich gegenseitig und so weiter. Und ich glaube einfach, also ich glaube nicht, dass wir das alles komplett abschaffen müssen. So funktionieren auch meines Erachtens Gruppen nicht. Ich finde auch, also temporäre Hierarchien beziehungsweise Verantwortungsbereiche, die jemand ausführt, überhaupt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist nur eine Beobachtung meines bisherigen Studiums im Fach, meiner Arbeit da drin und meiner Forschung. Es stört einfach an manchen Stellen. Also an manchen Stellen, und es ist gar nicht unbedingt die Bürokratie, die stört auch manchmal, aber sondern es sind diese hierarchischen festgefahrenen Punkte in Gruppenkonstellationen. Das kann man aber auch sozusagen über das Fach hinausnehmen und auf andere Bereiche übertragen, wenn man das möchte. Und und ich finde, sie könnte es mehr tun und ich finde auch, sie sollte es mehr tun, aber ich würde ihr nie sagen, dass sie das muss. Okay, vielen Dank. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. So, ich gebe noch mal eine Frage aus dem Chat weiter, die eigentlich an uns als Verein geht. Also wie würden Sie selbst Ihre Stellung als Verein im Rahmen der Archäologie beschreiben? Sehen Sie hier eine Hierarchie zwischen der institutionalisierten Archäologie, Universität, Denkmalpflege, Museen und Ihnen als Verein? Und wenn ja, ist es gut? Würden Sie sich hier mehr Mitspracherecht oder Zusammenarbeit wünschen?
Da würde ich, da ich ja auch mit angesprochen bin, kurz darauf antworten, aber es dann weitergeben, weil ich mich, also ich bin auch professionelle Archäologin, nicht nur ehrenamtlich, von daher sehe ich eher die Seite der Archäologin. Und für mich ist es schon diese Vereinsarbeit ein Mittel, eben aus dieser abgehobenen Wissenschaft rauszukommen und es einfach zu verbreiten, und zwar niedrigschwellig. Also so, damit man, es geht nicht nur darum, dass wir Bücherregale füllen, sondern dass es eben auch die Ergebnisse oder Erkenntnisse auch bekannt gemacht werden können und diskutiert werden können. Also das ist jetzt aber eben dann meine Sicht, und ich würde dann eher noch mal an die anderen Vereinsmitglieder die Frage weitergeben. Oder auch die Mitglieder. Also, ne, jetzt, das geht ja jetzt gar nicht um die ehrenamtlich Aktiven, sondern auch die Mitglieder. Inwieweit sie sich da sozusagen als die Endabnehmer auch jetzt von wissenschaftlicher Forschung, was die Vermittlung angeht, ob die sich mehr wünschen, ein Mitspracherecht oder Zusammenarbeit in der institutionellen Ebene. Also wenn sich sonst niemand aus der Mitgliedschaft meldet. Ich bin ja nun auch ein Quereinsteiger als Chemiker, als Nicht-Archäologe, obwohl ich jetzt schon in meiner Doktorarbeit auch ein archäometrisches Thema bearbeitet habe. Also es gibt eine lange Affinität zum Thema, aber ich bin eben kein Archäologe. Bin auch schon sehr, sehr lange Mitglied in diesem Verein. Schon als Student war ich das. Und habe da viele Stadien dieser Vereinsentwicklung gesehen. Wenn das jemand anders sieht, bin ich natürlich froh, wenn mir jemand widerspricht, aber es ist eben vom Charakter her ein Verein von interessierten Laien, die die Archäologie oder die Landesarchäologie auch ganz speziell unterstützen wollen und dafür die Informationen aus erster Hand bekommen wollen. Weil wir haben ja eine relativ nahe Bindung an die Landesarchäologie zum Beispiel. Das gibt es Personalunion. Da gibt es also keinen Widerspruch, und deswegen sehe ich persönlich da auch keine Hierarchie, also diese klassische Hierarchie. Was natürlich da ist, es gibt verschiedene Formen der Professionalität. Es gibt einige Leute, die sich als Laie sehr weit fortgebildet haben. Das sehe ich manchmal auf Exkursionen oder auch auf Vorträgen, was da für Fragen und Diskussionsbeiträge aus der Mitgliedschaft kommen. Das überrascht mich immer wieder positiv. Und ja, da gibt es eben das ganze Spektrum an Interesse und Know-how sozusagen. Aber eine Hierarchie würde ich daraus erstmal nicht sehen. Gibt es eine andere Meinung zu aus der Mitgliedschaft? Das scheint nicht der Fall zu sein, oder? Habe ich was übersehen? Oder hat sich da noch jemand gemeldet, den ich nicht sehe? Ah, da, Peter kommt. Wie macht man das mit der Hand? Mit Reaktionen, oder wie macht man das? Unten auf Reaktionen klicken? Ja, bei Reaktionen, aber Peter muss jetzt auch noch das Mikro anschalten. Auch das noch? Ja. Und es ist eine Leiste, und da steht bei mir ganz rechts mehr. Und wenn man da drauf geht, dann gibt es den Button Handheben. Ich weiß nicht, ob das ist bei dem Tablet. Ich weiß nicht, ob das bei, ist es wieder weg hier? Entschuldigung. Nee. Bin ich zu hören? Hallo? Jetzt ist niemand zu hören. Ist alles weg. Ja, du bist zu hören. Weil eben bei mir alles weg war. Gut, ich wollte mal sagen, meine Frau und ich, wir sind von Haus aus Geschichtslehrer und betrachten uns als interessierte und kompetente Laien. Und wir haben zum Beispiel es als angenehm empfunden, dass wir die Möglichkeit hatten, das, was wir einbringen konnten und einbringen wollten, in Form von einem Vortrag zu den neolithischen Ausgrabungen in Orkney, Schottland, insbesondere im Ness of Rodgar, einzubringen.
Mittlerweile sind wir bei denen dort sogar so zur Mitarbeit gekommen und übersetzen deren Teile, deren Beiträge ins Deutsche. Und das ist eine ganz angenehme Art und Weise, sich einzubringen. Ist natürlich auch schwierig, ob jetzt zum Beispiel die ganzen englischen Archäologen, die da rumlaufen, so viel Deutsch sprechen könnten, dass sie das selber machen, wage ich zu bezweifeln. Das professionell zu machen, ist natürlich relativ teuer. Und außerdem muss man jemanden finden, der sich dann mit der Terminologie einigermaßen auskennt. Also ja, man kann sich auch als interessierter Laie gut einbringen, wenn man das will. Und insofern ist das ein Punkt, wo ich sagen würde, die Hierarchie ist da nicht hinderlich. So, ich bin fertig. Was ist denn jetzt wieder los hier? Ja, wenn da sonst zu dem Thema gerade nichts anderes ist. Ich habe vorhin so aus den Bemerkungen aktuelle Forschungsgebiete in Bezug auf Anarchie, Anarchismus. Was mich immer umtreibt, ist eine vernünftige Aufarbeitung der katalonischen Zeit während des Spanischen Bürgerkriegs. Weil da ist natürlich durch die Franco-Zeit danach sehr viel unterdrückt worden. Und es gibt so ein paar mehr romanartige Beschreibungen von Teilnehmern, die wahrscheinlich nicht streng wissenschaftlichen Kriterien standhalten. Und wir haben es ja sogar ja auch heutzutage noch, wenn ganz junge Sachen ausgegraben werden, dass sie oft im Widerspruch zu den schriftlichen Dokumenten stehen. Also das wäre aus meiner Sicht ein interessantes Feld, weil da gehen ja auch genau diese Punkte ein. Wie haben die damals das Leben organisiert? Ne? Wir haben die Verteilung, die Ausbildung, das hat ja 2-3 Jahre lang funktioniert da und nicht schlecht, so wie ich das mitgekriegt habe, aber es gibt keine sehr guten Quellen dafür. Also das ist zum Beispiel tatsächlich ein ganz spannendes Thema, was in den Geschichtswissenschaften doch immer mehr auch Anklang findet. Also dass in dem Versuch der Quellen, die eben da sind, eine stärkere Auseinandersetzung stattfindet. Archäologisch müsste ich jetzt, glaube ich, gerade... Nee, das ist nicht, was im Chat steht. Müsste ich jetzt gerade, glaube ich, lügen, was ich nicht will. Also ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch langsam Projekte laufen. Also weil gerade die spanischen Kolleginnen doch auch die Themen, also auch sozusagen Widerständigkeitsgeschichte und vor allem auch eben die Aufarbeitung der Franco-Diktatur, aber eben auch diesen kurzen Sommer der Anarchie in Spanien, doch auch immer mehr für sich entdecken. Und ich hoffe, vielleicht gibt es einfach jetzt schon Projekte, die eingereicht wurden. Aber es ist eben auch immer die Frage, also wir müssen uns archäologisch nach wie vor rechtfertigen, wenn wir sehr aktuelle Themen bearbeiten. Da geht es dann um so Fragen wie, ob das nicht eigentlich die Geschichte eben schon komplett abdeckt, weil es gibt doch Quellen oder es gibt vielleicht noch so indirekte Zeitzeugen, also Nachkommen von. Und das ist zum Teil eben politisch auch ein bisschen schwierig, da Geld zu bekommen, aber wie es hier im Chat gerade tatsächlich auch geschrieben wurde, es gibt ein paar aktuelle Projekte, die eben sowas wie Protestgeschichte oder Widerständigkeitsgeschichte anfangen zu untersuchen. Eins, was vielleicht auch Sie schon gehört haben, ist, das ist ein ehemaliger Kommilitone von mir aus Hamburg, der seine Promotion über das Protestcamp in Gorleben schreibt und da sowohl gegraben hat, als eben auch Zeitzeugeninterviews geführt hat. Und das dauert noch eine Weile, bis die Funktion fertig ist, aber es ist sehr vielversprechend. Es gibt auch einige andere Protestcamp-Untersuchungen aus Großbritannien. Es gibt auch, um sozusagen den vielleicht eher hedonistischen Teil nochmal mit reinzubringen, aus den USA Untersuchungen der ersten großen Musikfestivals, also auch Ausgraben der Bühnen und irgendwie der materiellen Kultur, Stichwort Woodstock und ähnliches. Also es bewegt sich auf jeden Fall was in die Richtung. Zum Spanischen Bürgerkrieg, ja, es gibt ein paar Projekte, da könnte aber ich jetzt zum Beispiel nicht mal eben schnell ein Projekt beantragen, das wäre ziemlich schwierig, weil auch da sind wir wieder eingebettet in, ich muss einen bestimmten Abschluss haben, ich muss brauchen ein bestimmtes Netzwerk und oder auch nicht, mal gucken. Genau.
Genau, klar. Also Zwangsarbeit ist ein Thema, was gerade, ich lese mal mit, was im Chat geschrieben wird, ist auf jeden Fall auch ein Thema, was immer mehr Einzug findet. Also sowohl auch innerhalb von Deutschland, also Zwangsarbeiterlager, die untersucht werden. Es gab zum Beispiel eine Grabung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin vor ein paar Jahren, wo die Zwangsarbeitslager, die auch dort waren, ergraben wurden, also auch wieder sowas wie Unterdrückungsgeschichte, wo wir jetzt natürlich wegkommen von dem anarchistischen Punkt, aber sozusagen im Großen und Ganzen einfach die Blickwinkel sich verändern, was ist eigentlich relevant auszugraben und wie Sie das gerade schon genannt haben. Archäologie trägt dazu bei, dass auch bestehende Ideen über Geschichte, auch über jüngere Geschichte, sich verändern, also weil das nochmal eine andere Faktenlage schafft. Und natürlich, jede Quelle durchläuft auch in den Geschichtswissenschaften oder in der geschichtlichen Betrachtung, genauso wie ich es in meinem Vortrag skizziert habe, auch da jeweils den persönlichen Zugang dazu, auch wieder eingebettet in die Verhältnisse. Also Briefe können gefälscht sein, es können nur bestimmte Informationen drin sein. Auch Fotos sind gestellte Ausschnitte von Realitäten. Und die Aufgabe ist einfach in Zukunft, all diese verschiedenen Punkte mehr zusammenzudenken. Und das mögen jetzt wirklich nach außen sozusagen gar nicht so die großen neuen Erkenntnisse sein, aber dieser Teil, dieser selbstreflektive Teil und diese Haltung, die ich versucht habe zu skizzieren in dem Vortrag, ja, Archäologie ist manchmal ein bisschen langsamer an manchen Punkten, aber kommt jetzt langsam so richtig zum Tragen und es bilden sich irgendwie neue Forschungsfragen und neue Forschungsnetzwerke und Ansätze. Und ich bin eher gespannt und freue mich, dass ich in dieser Zeit irgendwie auch Archäologin sein kann und das auch mitprägen darf, was dabei rauskommt. Also was kommt dabei raus, wenn wir unseren Blick auf Vergangenheit verändern und wenn wir wegkommen von der Frage eben, welcher König XY hat welche Straße gebaut, was genauso eine wichtige Information ist. Aber was ist denn mit den ganzen Menschen, die an der Straße vorher gewohnt haben? Mussten die umziehen? Haben die mitgearbeitet? Wurden die bezahlt, wenn es sowas gab? Also das sind genauso wichtige Fragen, die unseren Blick auf Vergangenheit einfach verändern werden zukünftig. Naja, hier im Chat kommen ganz viele Buchempfehlungen. Genau, also ein Professor in Berlin, wo ich auch noch das Glück hatte, ein paar Kurse bei ihm zu besuchen, hat eben unter anderem diese Grabung auf dem Tempelhofer Feld gemacht, aber auch eine Grabung direkt bei uns an der Universität, also wo nationalsozialistische oder Menschenversuche während des Nationalsozialismus stattgefunden haben. Und die Vermutung der Skelette, die dort gefunden worden sind, dass die im Zusammenhang stehen damit. Und was auch ein Teil sozusagen der sowohl Forschungs- als auch Strukturgeschichte der Freien Universität beziehungsweise Gebäude, die daran angegliedert sind, darstellt. Aber das ist natürlich alles etwas, was auch sehr nah geht, also was irgendwo auch emotional natürlich aufgeladen ist, weil es noch nicht so lange her ist. Aber genau, also es gibt ganz tolle Buchempfehlungen im Chat, wenn Sie wollen, kann man alles lesen. Okay, ich habe den Eindruck, wir sind an einem Punkt erreicht, wo alles, was den Leuten auf dem Herzen lag, auf den Tisch gelegt wurde. Ich möchte abschließend noch sagen, dass ich den Vortrag sehr gut fand, weil er eben die Facetten, die mich auch interessieren, angesprochen hat, mit der offenen Perspektive, was ich auch sehr wichtig finde. Also Ideologie haben wir lange genug gehabt, das brauchen wir nicht mehr. Und gerade die Archäologie, denke ich, hat lange drunter gelitten. Und ich finde es gut, wenn es jetzt Bewegungen gibt, die uns da rausführen können. Wenn wir alle mitmachen, wenn wir alle unsere Möglichkeiten nutzen, die jede von uns hat, sich irgendwie zu beteiligen. Und es freut mich eher zu hören, dass es wohl dann in Bremen, also
wunderbar zu laufen scheint. Das ist nicht in jedem Bundesland so und ist auch nicht überall auf der Welt so, aber auch gerade diese Beziehung nach Großbritannien, also da ist eine stärkere Bewegung da, auch interessierte Bürgerinnen mit einzubeziehen. Und da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun, auch hier. Und ich freue mich irgendwie auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, wir sollten in Kontakt bleiben irgendwie. Das finde ich gut. Ja, Last Order, hat noch jemand was? Sonst würde ich sagen, schließen wir für heute die Versammlung. Doch. Britta, du wolltest noch was sagen? Oder wolltest du ein Schlusswort sagen? Kein Schlusswort sagen. Ich wollte mich nur noch mal für die Diskussion bedanken und hatte deshalb die klatschenden Hände. Vielen Dank. Ja, auch von mir danke nochmal für die Einladung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielleicht zum weiteren Ausblick. Ich glaube, in nächster Zeit haben wir keinen Vortrag mehr, der nur von unserem Verein veranstaltet wird. Die nächsten sind dann Wittheits-Vorträge und die Wittheit stellt das ja immer als YouTube ins Netz über der Homepage von der Wittheit zu Bremen. Da kann man das dann sich abspielen. Aber wie gesagt, heute ist ja auch mitgeschnitten worden und ich habe das so verstanden, Frau Rothemann, dass Sie sich das bei Ihnen auf der Homepage reinstellen, oder? Also wir schauen jetzt erstmal im Nachhinein, ob die Aufnahme funktioniert hat. Das kann ja auch irgendwie schiefgegangen sein. Und bevor wir irgendwas veröffentlichen, würden wir das vor allem Ihnen als Verein auch nochmal zuschicken. Also vielleicht schneiden wir so ein paar Punkte, wo ich mich versprochen habe, kurz raus oder sowas. Und dann ist eben auch die Frage, ob es in Ordnung ist, wenn man die Diskussion mit online stellt oder nicht. Und so, also das sind aber Entscheidungen, die dürfen Sie auf jeden Fall mittreffen. Also beziehungsweise wir alle gemeinsam, weil hier ist ein Namen sichtbar und Gesichter und das ist uns zumindest wichtig. Und wenn alle einverstanden sind, machen wir das. Wir können es einbinden bei uns in unseren YouTube-Kanal und genauso auch Ihnen so weit zur Verfügung stellen, dass Sie das, wenn Sie daran Interesse haben, einbinden können auf Ihre Homepage oder wie auch immer Sie das dann nutzen wollen. Aber das passiert auf jeden Fall nicht ohne Rücksprache. Wir haben am 8.4. die nächste Zoom-Vorstandssitzung von unserem Verein. Wäre schön, wenn Sie bis dahin mal ein Signal senden könnten oder so. Okay, gut. Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Sonst sagen wir mal, ich wünsche einen schönen Heimweg, aber das brauchen wir heute nicht mehr. Das ist der Vorteil von so. Wir können jetzt so umfallen ins Bett. Ja, nochmal vielen Dank. Frau Rothemann, mir hat der Vortrag sehr gut gefallen und ich hoffe den anderen auch. Und ja, auch wenn es manchmal ein bisschen traurig ist, live wäre natürlich immer schöner. Aber ich finde immer, Zoom ist besser als nichts sozusagen. Damit muss man das vergleichen. Ne? Also schönen Abend noch und vielen Dank nochmal. Auch an die anderen noch einen guten Abend. Ja, danke und Wiedersehen.